Hallihallo mit Crash Nitro. Da sind wir wieder. So, nachdem wir letztes Mal Ripper Roo besiegt haben und das neue Gebiet freigeschaltet haben, haben wir ja schon haufenweise Münzen bekommen. Und zwar, die kann man hier einlösen im Boxenstopp. Und da kann man sich coole Sachen kaufen. Die sind aber immer nur zeitlich begrenzt, aber das sind nur mit Ingame-Währung käuflich. Also es gibt kein Micropayment oder wie auch immer. Wir haben 4700 Münzen aktuell. Das heißt, wir schauen mal, das könnten wir uns holen. Crunch. Ja, der sieht gut aus, den holen wir uns mal. Und hier haben wir einen neuen Skin für Coco. Gut. Coco ist jetzt nicht so mein Favorite. Oh, der sieht sehr gut aus. Der Skin, der Autoskin. Ansonsten, ja. Doch, den würde ich mir mal holen. Und jetzt haben wir noch 1700. Was haben wir hier? Holen wir uns mal hier noch den Krunk. Na, natürlich alle Charaktere freispielen. Den haben wir hier noch. Okay. So, aber wir fahren natürlich erstmal weiter mit Ripper Roo. Da ist unser Spielstand. 9% haben wir schon geschafft. Gut, aber da sind auch noch diese Bonussachen dabei. Man kann auch Relikte und so Münzen erspielen. Ich glaube, das muss man nicht machen. Man kann das Spiel auch so durchschaffen, glaube ich. Weil die sind ziemlich nervig. Ansonsten, wenn ihr mehr von Crash Team Racing sehen wollt, schaut mal auf meinen Channel. Ich lade auch alle Strecken komplett hoch als einzelne Videos. Ich habe, glaube ich, schon 5 Strecken, habe ich, glaube ich, schon hochgeladen. So. Und zwar tun wir mal hier Anpassung. Gucken wir erstmal Charaktere. Doch, wir haben 2 neue Charaktere freigespielt. Ich dachte, das wären nur Skins gewesen. Sehr gut. Crunch und Crunk. Passt ja, aber wir wollten natürlich erstmal mit Ripper Roo fahren. Den haben wir ja erst freigespielt. Aber die neue Lackierung können wir uns auf jeden Fall drauf machen. Sehr geil, so Carbon-Gold. Passt perfekt auch zu den Reifen. Den Sticker lassen wir natürlich Ripper Roo an die Macht, Digga. Gut, und dann glaube ich, nee, da... Das war, glaube ich, das Rennen gegen Ripper Roo. Wie ihr seht, da können wir noch so Relikte und Münzen freispielen. Aber ich glaube, das machen wir später. Oder vielleicht mache ich das auch offscreen. Weil es, glaube ich, nicht so spannend ist, immer wieder die gleichen Runden zu fahren. Vor allem, weil ich sie auf dem Channel auch schon nochmal hochgeladen habe. Also da könnt ihr euch sowieso schon nochmal die Runden einzeln angucken. Das reicht dann aber auch. So, jetzt kommen wir in ein neues Gebiet. Und hier ist noch gar nichts freigeschaltet. Wir müssen weiterfahren. Hier so Kristall-Style. Da ist das Siegerpodest. Nö, 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 nö. Okay, wir haben eine Trophäe bekommen. Gib Gummi. Okay. So, und jetzt sind wir, glaube ich, hier bei den Pyramiden von Papu. Und da können wir jetzt wieder Rennen fahren. Fangen wir einfach mal hier an. Tiger-Tempel, sehr geil. Eine meiner Lieblingslevels. Nice. Ist auch wieder eine coole Abkürzung, die ich euch zeigen kann. Oh, hier schön Gas geben, Digga. Wow. Aber die Äpfel gehören uns. Und zwar, wir müssen unbedingt ein Item bekommen, was wir abschießen können.
um die Abkürzung zu öffnen. Das bringt uns leider nichts. Da ist die Abkürzung hier links, seht ihr, da die große Tür, das große Tor. Wenn ihr da was drauf schießt, dann öffnet sich eine Abkürzung. Nice, wir haben schon wieder 10 Äpfel am Start. Ja, die Bombe sparen wir uns. Und ich gleich schön die Abkürzung gönnen. Und zack. Und dann sind wir schon wieder fast auf der Pole. Auch die TNT-Kiste kann uns da nicht aufhalten. Oh, die Mucke ist so geil. Die macht so Bock, Gas zu geben. Die Mucke. Die sparen wir uns die restlichen Raketen. Scheiß auf die Abkürzung, Digga. Wir fahren lieber das Ding nach Hause. Falls uns noch jemand überholen sollte, können wir ihn einfach gleich mit der Rakete wegnatzen. Sehr geil! Nice! Haha! Super, super cool. First Try, Digga. Ah, ich liebe Ripper Roo. Ist einfach mein Lieblingscharakter. Aber wir werden natürlich die anderen Charaktere auch ausprobieren. Natürlich auch als nächstes natürlich Papu. Der kommt nämlich als nächstes, wenn wir den freigespielt haben hier. Und zwischendurch können wir ja auch mal noch einen anderen Charakter ausprobieren. Oh mein Gott, das ist so geil mit seiner Zwangsjacke, Alter. Glückwunsch, du bekommst eine Trophäe. Wir können den sogar noch. Je mehr Wumpa-Früchte du hast, desto schneller fährt dein Kart. Wenn du 10 Wumpa-Früchte halten kannst, bist du aufgeladen und dein Power-Up wird stärker. Genau, weil wir jetzt einen bösen Charakter haben, bekommen wir immer einen schwarzen Hubegan. Wir können auch hier den noch weiter tunen. Und zwar habe ich schon einen Skin freigeschaltet für Ripper Roo, den grünen mit, mit rosa Zwangsjacke. Sehr, sehr geil. Na cool, man kann sogar diese Ansicht wechseln. Wusste ich noch gar nicht. So. Jetzt haben wir hier noch ein Rennen zu fahren. Ab geht's, Digga. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, welches Rennen das überhaupt ist. Ah, Coco Park. Sehr gut. Meiner Meinung nach ziemlich die leichteste Map überhaupt. Das ist sehr geil. Zwar hier kann man auch ein bisschen abkürzen, aber nicht viel. Aber mit dem Hubegun geht's. Dann können wir nämlich hier übers Gras fahren. Ihr seht, wir haben jetzt einen schwarzen Hubegun. Sehr geil. Finde ich natürlich noch cooler als den normalen. Da machen wir gleich die Äpfel voll. Ja, und schön Nitro auf die Straße gelegt.
Ah, schade, jetzt hätten wir werfen können. Yes, sir! Geil, Alter. Die Mucke ist einfach so cool. Ich finde, die ist noch cooler als damals. Nice, dann haben wir über den drüber gefahren, sehr geil. So, hier noch schön Power Drift mit Fehlzündung. Ah, fast in sein Gesicht. Nice! Endlich hat er mal geklappt, der Jump. Zack! Noch ein Nitro auf der Ziellinie platziert. Geil, Digga! Hammer, hammer geil. Das für ein Skin rechts von Cortex. Lol. Opa Cortex. Nice. Du bekommst eine Trophäe. In engen Kurven oder für schnelle Richtungswechsel. Mach einen Bremsenslide, indem du Bremsen gedrückt hältst und scharf lenkst. Ah, neuer Sticker, Coco. Sehr gut. So, dann wird man jetzt mal Crank ausprobieren. Den finde ich auch ganz cool. Nice. Und zwar haben wir auch neue Reifen freigeschaltet. So orange, ne? Sehr geil. Und dann machen wir... Boah, das passt eigentlich auch fast. Ja, das passt. So gelb-orange passt auch perfekt zum Charakter. Sehr gut. Aber brauchen natürlich einen anderen Sticker. Weil hier der Kollege ist natürlich nicht Ribaru. Das machen wir mal drauf hier. Ah, wieder schön Plazy, einen weißen Plazy Sticker drauf. Immer sehr geil. Geil. So, haben wir hier das nächste Rennen. Oh, das war falsch. Müssen wir hier lang. Papus-Pyramide, sehr geil. Können wir schon mal üben für den Bosskampf. Boah, das sieht so gut einfach aus. Die neue Version mit den Wasserfällen und so. Und da den Typ da oben mit dem Gewehr. Zu geil. Ab geht's. Hier schönes Ding. Ah. So ein bisschen... Aufpassen, die fleischfressenden Pflanzen können einen auch wirklich fressen. Ah, fast hätten wir Coco gekriegt. Ah, und die Kiste auch verpasst. Aber hier gibt es auch eine Abkürzung. Darüber. Ah, schade. War ein bisschen zu steil. Der Winkel. Und kriegt man auch nochmal einen ganz guten Boost, wenn man dann von ganz oben runter springt. So. Boah, übelst. Multiturbo. Ja, mit Ripperu habe ich da ein bisschen besser die Kurven gekriegt. Er hat ja hier andere Stats oder so. So, jetzt hier, zack, zack, zack und drüber da, sehr geil.
Und hier noch eine Kiste und BAMS! Haha, geil, Alter! Boah! Das war wirklich ein Glückstreffer, Digga! Du musst schon schneller sein! Aber den können wir noch kriegen. Nice, alle beide. Ah, in der letzten Kurve können wir sie vielleicht noch kriegen. Ist immer für eine Überraschung gut, die letzte Kurve. Ah, damn it! Ah, schade, schade, schade. Wenn wir diesen Trank da nicht mitgenommen hätten, hätten wir es locker geschafft.